Ich würde mal andersrum anfangen. Also im Neubau ist die Wärmepumpe mittlerweile Standard. Ja, also es ist unproblematisch, wenn die richtig geplant und ausgelegt wird und die Flächenheizung, dann ist das, sagen wir mal, eine Heizung, die kaum noch Konkurrenz hat. Im Bestand ist es weitaus schwieriger. Ja. Denn die Effizienz steht und fällt eigentlich mit der Höhe der Vorlauftemperatur. Oder den Temperaturhub von der Wärmequelle zur Wärmesenke. Mhm. Und umso höher dieser ist, umso schlechter ist die Effizienz. Und dort muss man eben wirklich vorsichtig sein und muss auch den Mut haben, zu sagen, das passt nicht. Mhm. Ja? Ich sage jetzt mal zum Beispiel, kam ein Kunde, ein Einfamilienhaus vollkommen unsaniert, keine Dämmung, gar nichts, noch schlechte Fenster. Mhm. Dort habe ich dann gesagt, das Haus ist dafür nicht geeignet. Mhm. Das kann man mit den Bedingungen nicht effizient umsetzen. Das war zwar für den Kunden ein Schock, weil andere hätten gesagt, das geht. Mhm. Und ich habe gesagt, dann müssen Sie es mit jemand anders machen. Man muss also wirklich auch den Mut haben, das, was die Technik kann, und das muss man eben, die Randbedingungen muss man einhalten. Denn ich habe es in meinem Buch geschrieben, die Wärmepumpe verzeiht keine Fehler. Also eigentlich alles, was falsch gemacht wird, summiert sich dann zu einer schlechten Arbeitszahl und zum hohen Stromverbrauch. Und dann halt entsprechend macht das Ganze in den Mieten. Jetzt ist natürlich durch die gestiegenen Gaspreise und Ölpreise der letzten Wochen die Nachfrage auch enorm gestiegen, muss man sagen. Mhm. Und es ist auch eine Euphorie für die Wärmepumpe entstanden, auch in den Medien. Wo ich sage, man muss das vorsichtig beurteilen. Mhm. Ja, ich habe auch ein Buch geschrieben, dass also ich Wahlfassung bin, dass man als erstes was tun muss für die Gebäudehülle. Mhm. Also Wärmedämmung hat aus meiner Sicht immer noch einen Vorrang, weil damit automatisch dann die Vorlauftemperatur der Heizflächen abgesenkt wird. Weil viele Häuser haben ja eben noch Heizkörper, wo eben Auslegung 70-50 oder 70-55 die Vorlauftemperaturen sind. Und es ist nicht so kompliziert, die Vorlauftemperatur runterzuschaffen. Mhm. A, weil Heizflächen in der Regel sowieso überdimensioniert waren und B, weil es jetzt so viele Möglichkeiten gibt, einfach entweder Tieftemperaturheizkörper oder Fußbodenheizung mit Aufbau von 27 mm nachzurüsten im Bestand. Mhm. Und das wird ja auch mit gefördert, das wird auch vergessen, dass also, wenn man die Randbedingungen hat, dass man die mit fördern lassen kann, dann ist das schon ein großer Vorteil. Mhm. Und meistens sind sie an einem Gebäude nur 2-3 Zimmer. Ja, wenn man jetzt das auf die wesentlichen Räume bezieht, wo man sich aufhält, Schlafzimmer sagen die meisten, ist für mich sowieso uninteressant, da heizt sich selten. Dann muss man auch dort nicht irgendwas tun. Mhm. Also in den Räumen, die eben nicht ständig genutzt werden, ist das nicht entscheidend. Aber Wohnzimmer, Bad, Küche, das sind so die Räume. Und dort muss man eben auch mal sagen, okay, ich nehme ein bisschen Geld in der Hand. Mhm. Rüste um oder rüste Heizflächen nach, damit ich mit der Vorlauftemperatur runterkomme. Also um es zusammenfassend zu sagen, könnte man vielleicht sagen, wenn jetzt halt jemand mit dem Altbau aus den 70er Jahren auf Sie zukommt und sagt, ja, momentan bei der aktuellen Gaspreise, ich brauche eine neue Heizung, ja, würden Sie vielleicht sagen, erstmal, ja, Dämmung, ja. Wir sagen als erstes, er soll erstmal überprüfen, was er für maximale Vorlauftemperatur braucht. Mhm. Und das lässt sich relativ einfach machen, indem man eben in seinem Referenzrahmen, sagen wir jetzt mal Wohnzimmer, den Heizkörper voll aufdreht und am Regler vom Gas- oder Ölkessel die Solltemperatur zurücknimmt. Mhm. Und dann stellt er fest, aha, ich brauche doch gar keine 70 Grad, ich komme vielleicht schon mit 60 oder 50 Grad hin. Aha. Und wenn das eben doch plus 1-2 Zimmer sind, dann müssen eben dort die Heizflächen vergrößert werden und dann ist es relativ unkompliziert, eine Wärmepumpe einzubauen. Ja. Also ich habe es im Buch geschrieben, über 45 Grad Vorlauf rate ich ab. Mhm. Ich hatte neulich gelesen, Fraunhofer Institut hat einen Feldtest gemacht in Bestandsgebäuden und dort hat man praktisch veröffentlicht, so 48 Grad Bestandsgebäude, wo es auch noch effizient war. Mhm. Okay, ich würde jetzt sagen, 45 oder 48 ist nicht so entscheidend, aber auf alle Fälle sollte unter 50 Grad die Vorlauftemperatur sein, sagen, maximal. Ja. Und wenn jetzt ein Kunde auf Sie zukommt und sagt, ja gut, ich kann mir das jetzt momentan nicht leisten, das Ganze komplett zu sanieren. Gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass man das Ganze mit Solar kombiniert? Ja, das hat damit eigentlich weniger zu tun. Mhm. Die Kombination mit Photovoltaik,
die würde ich jederzeit begrüßen. Mhm. Ja. Weil mit Photovoltaik, ich kann eben von Frühjahr bis Herbst, kann ich doch einen großen Teil des Stromes, was ich im Dach runterhole, mit für die Wärmepumpe verwenden. Mhm. Und ich kann natürlich auch in Zeiten, wo doch mal Spitzen sind, in der Warmwasserbereitung, kann ich dann auch mit dem Heizstab nachheizen, ohne dass mich viel Geld kostet. Mhm. Man muss aber trotzdem sagen, im Januar, Februar, wenn wir wenig Sonne haben, dann reicht es nicht. Mhm. Da muss man eben doch für diese Zeit die Vorlauftemperaturen lieber runterholen. Photovoltaik kann die ganze Geschichte von der schlechten Anlage etwas mildern, mhm. aber besser ist, wenn man den Weg geht, dass man sagt, man schafft die Vorlauftemperatur runter und kombiniert mit Photovoltaik. Mhm. Was ja auch wiederum gefördert wird. Ja. Ja, dort ist es, im Moment werden die Batterien gefördert, mhm. aber es sind Signale vom Markt da, dass dort die ganze PV-Anlage gefördert werden soll. Das ist natürlich dann sehr interessant. Mhm. Ja.